Hallo und willkommen zurück zu Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ja, ich bin hier zusammen mit Arti. Hi. Und wir werden es diesmal rocken. Hoffentlich. Muss. Es wird. So. Also, ich bin da felsenfest von überzeugt. Wollen wir gleich mal was überspringen? Ja, komm, weg mit der ollen Mission. So, los geht's. Mir lädt, ich habe immer noch nicht die Möglichkeit, hier auszuwählen gerade. Nee. Ich dachte, das Spiel jetzt schon am Anfang leckt. Ah, jetzt. Ich muss sagen, die 100 schon angefangen. Geht's. So, warte mal. Mit Anpassen hast du gesagt, machst du das? Genau. Und wo? Und dann bei Fähigkeiten. Ah. Nee, kann ich keine Lärmdings auswählen. Okay, dann musst du sie wohl auch erst freischalten. Aber ich kann hier den Turbo-Presslufthammer auswählen. Zum Beispiel. Das ist ja schon mal etwas. Können wir ja mal probieren. Was der so macht. Ich wollte gerade sagen, macht der es schneller oder macht er mehr Schaden? Schneller. Turbo. Klingt doch irgendwie. Ah, aber den habe ich denn. Doch, den habe ich hierfür auch. Okay, Turbo. Okay. Los. So, später angefangen, dafür habe ich jetzt den Turbo-Presslufthammer. Na dann erzähl, schneller? Schneller. Aber auch geht dafür nicht so lang. Dann also, nimmt sich das ja bestimmt auch nicht, oder? Nee, irgendwie nicht. Mir das jetzt irgendwie geiler vorgestellt, aber... Ich finde es ja schön, dass man immer wechselt zwischen Pflanzen und Zombies so ganz automatisch, aber manchmal irritiert mich das voll. Ich will dann am Anfang immer noch so die ersten 2 Sekunden nur auf Zombies schießen. Ja, schlimm ist ja, dass man jemand das Team wechseln kann, wie man möchte. Das sieht doch schon ganz gut aus für uns hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Krieg wieder nur Vorlagen. Dafür habe ich jetzt mal 2 Abschussserien hier. Hui. Oh, und da war vorbei. Gestorben. Ich habe dich umfallen sehen. Aber hast du nichts getan? Ging nicht. Ja. Aber ein Baum im Weg. Ein Baum. Ja, ich stehe hier oben auf dem Berg. Ey, guck mal, jetzt bin ich sogar auf Platz 2 hier mit Abschüssen. Zieh die ganze Aufmerksamkeit auf mich, weil ich hier oben stehe. Ja, bist du mal ne? Was? Ja. Es fällt so unglaublich schwer zu denken, gleichzeitig zu reden. Ich weiß auch nicht. Ich verkneife mir jetzt meine Kommentare dazu. Ich weiß schon, was da in deinem Hirn abläuft. So. Frauen und Denken und so. Ja, Multitasking. Du bist ein Chauvinist. Schlimmer. Ja, eigentlich, wenn du Schobi wärst, dann müsste ich ja beides gleichzeitig können, weil doch angeblich Frauen multitaskingfähig sind, oder? Ich wollte halt darauf hinaus, dass du das Beispiel halt dafür bist, dass das nicht so ist. Es ist auch nicht so. Ich mag Klischees eh nicht. In dem Falle bin ich sogar froh, einem Klischee zu widersprechen. So. Turbodüse. Ah, die Karte habe ich schon mal gespielt. Ach, ich glaube, die haben wir nicht nur einmal gespielt. Nee, aber es fängt langsam an, dass sie mir vertraut vorkommen. Das empfinde ich persönlich als Fortschritt. Mann, wieso geht der doofe Wohncontainer dann kaputt? Was fällt denn der aus? Teleporter steht. Müsste nur noch durchrennen. Ach, verdammt. Oder schießt jemand auf dich? Merkst du das nicht? Was, auf mich? Ach nee, nicht. Ich meine nicht dich, ich meine den Typen, der so vor mir stand. Oh, ich werde jetzt einfach hier drin ins Geschehen. Sorry, das ist irritierend. Ich sollte nur noch dich mit dich ansprechen. Oh, und du mit sie und er mit es. Genau. Du hast direkt verstanden, was ich dir sagen möchte. Das finde ich gut. Oh, warum schießt du da die ganze Zeit? Und vor allen Dingen, was ist denn das? Komm.
kommen. Ah, das ist so eine befestigte Pflanze, deshalb. Nein, 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 eingefroren. Hilfe. Das ist schlecht. Ich bin drin. Da kommt ein Schnapper. Ich kann nicht weg. Ein Schnapper hatte ich wenigstens noch. Das war mal ein Schnapper. Wie kann man denn eigentlich mit der Drohne wieder runterfliegen? Steuerung? War das Steuerung? Steuerung oder Shift? Irgendwie sowas. Steht eigentlich auch da, welche Tasten. Ach, weil, da. Weil du kannst ja mit Q auch noch irgendwie so ein Geschütz oder ach, ist der Geier was. Ach, tatsächlich? Was ist denn das? Da zielst du irgendwo hin und dann schlagen da Raketen oder sowas ein. Ach, wie cool. Ja. Ich sollte mir öfter mal die Umgebung angucken, das war mir nicht bewusst. Ja, oder fahrst mich halt. Ja, wenn du es denn weißt. Ich habe dich auch schon Dinge gefragt, die wusstest du nicht. Ja, das stimmt. Alles kann man ja auch nicht wissen. Das sind Argumente. Lass ich gelten. Dankeschön. Wow, sind wir viele heute. Ich sehe nur noch Zombies. Und wir haben den ja auch schon wieder eingenommen, hier sehe ich. Ja, geht schon wieder weiter. Na? Stirb. Unhold. Los, weg. Zack. Ah, ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder ganz genau an die Karte. Ach, schade. Oh, Leute, wenn wir alle auf einem Haufen stehen, ist es kein Wunder, wenn die uns schnappen. Na, geh doch mal weg, du doofer Zombie. Gell, die Zombies stehen im Weg rum. Ja, teilweise. Wenn es denn so eine enge Treppe hochgeht, ist das doof. Wo werde ich geschossen? Ja. Ach, schon wieder scheiß Drohnen hier, ey. Wenn ich das Ding nicht aufbaue, baut es niemand auf, oder was? Oh, was? Zukunftsschrott hat mich getötet. Aber ein cooler Nick. Nee, so hieß die Waffe. Munition. Ach so. Ja, Zukunftsschrott oder Schrott. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eh nur zwei Ts war. So, bauen wir doch mal hier. Auf. Genau. Kann man eigentlich die Möwen abschießen? Wieso solltest du das tun? Ja, weiß ich nicht. Einfach nur so. Nur Interesse halber. Man muss ja alles rausfinden. Dann probier es mal aus. Nur für die Zuschauer. Oh, ich bin zu doof zum Zielen irgendwie. Die sind zu klein. Ja, vielleicht für die Alternative dann doch den Garten einzunehmen, oder? Ja. Irgendwie ist hinter dir gerade einer. Ich bin schon tot. Achso, warte mal, ich guck mal, ob ich da hochkomme. Bin gleich da. Ich werde auch schon wiederbelebt. Um gleich wieder zu sterben wahrscheinlich. So viel wie hier rumrennt. Haben wir noch was? Oh, da schießt auch schon wieder. Ach, das ist eine Tropfpflanze. Sieht der böse aus. Der hat mich vorhin schon getötet. Oh, nee, schaffe ich nicht. Hätte fast klappen können. Wir sind direkt am Teleporter. Vielleicht haben wir da Glück. Aber jetzt müssen wir uns langsam ranhalten. Es ist mir viel Zeit. Oh, du hast recht, ja. Vollkommen richtig. Jetzt vermisse ich einfach so einen kleinen Textchat. So, oder einfach reinschreiben kannst, schnell. Meinst du nicht, die merken das von sich aus? Ja, ich weiß es nicht. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die alle keine Lust haben. So, die stehen lieber bis zur 10. Sekunde einfach irgendwie rum und versuchen es dann. Weißt, was du meinst.
Diese. Scheiße. Boah, jetzt sitzt aber das ganz knapp. Ja, perfekt. Wuhu. Liegst du hier irgendwo? Das ist schön. Nee, ich hab mich jetzt gerade schon wiederbelebt quasi. Also irgendwie gefällt mir der Nicht-Turbo besser, muss ich sagen. Also jetzt halt die Frage, mit was kommst du weiter? Ich habe das Gefühl mit dem Nicht-Turbo. Aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Also ich bin jedenfalls immer zuerst an der Stelle. Das war ich letztes Mal ja nicht. So, steht nämlich schon. Heilung, Heilung, Heilung. Erst die zwei Geschütztürme auch. Das ist auch schön einfach. Ah, aber diese Lasersachen müssen sich erst mal aufladen, ne? Tropfpflanzen. So richtig drauf habe ich es echt nicht. Die können aber teilweise verdammt nervig sein, die Tropfpflanzen. Das stimmt allerdings. So. Was haben wir denn hier noch so? Oh, ich muss eindeutig mehr für die Zombies kaufen. Ich kaufe jetzt das halt fast nur für die Zombies, weil ich mit denen irgendwie das Gefühl habe, ich bin schlechter. Na, ist bei mir mit den Pflanzen so. Und deswegen hoffe ich die ganze Zeit drauf, dass ich bei den Zombies noch irgendwie was kriege, was ich geil finde. Wow, 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 wow. Wow, die Zombies, die so ein ganzes Häuschen mit sich rumtragen, die halten so eine Jalapeno aus. Ohne Probleme. Ja, die halten ein jetzt. Das ist schon krass irgendwie. Jetzt habe ich endlich mal den Garten gesehen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie mal ein bisschen gezielter angreifen. So von zwei Seiten so in die Zange nehmen und so. Ah, irgendwie. Muss man gerade einfallen lassen. Brauchen doch noch ein paar Leute, die mitspielen. Irgendwie habe ich gerade ein Soundproblem. Ja? Hörst du Ingame-Sound? Ich glaube, gerade kenne ich wirklich Ingame-Sound. Ich habe den sehr leise gestellt. Ja, so ein bisschen habe ich. Ich höre so, ja, ich vereinzelt mal so ein paar Schüsse, aber der klingt so abgehakt. Und dafür habe ich es irgendwie zu leise gestellt. Da kann ich nicht mitreden. Und meine Kopfhörer am Arsch. Nee, wobei, nee. Also, aber mich hörst du ja. Ja, aber gerade sagen, ich höre ja, kann ich ja meinen Kopfhörer liegen. Ach, wer wie es. Momentan spinnen irgendwie viele Spiele bei mir rum. Und spinnt dein PC vielleicht? Naja, irgendwas läuft da gerade nicht ganz rund. In letzter Zeit stürzen mir auch sehr häufig Spiele ab. Oh, naja. Das ist ätzend. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Zum nächsten Garten. Ich glaube, ich bin als Zombie noch nie weitergekommen wie bis hier. Ja, mir kommt es auch gerade sehr, sehr ungewöhnlich vor. Oh, was ist ein Gegner? Was mache ich denn da? Oh, ist das geil. Ich laufe gerade bestimmt ungelogen so eine Minute lang ganz friedlich neben so einem Pflanzenviech her. Und der auch, weißt du, tappt einfach weiter, interessiert sich da gar nicht für, dass ich nebendran bin. Und irgendwann dachte ich so, der Spielername ist ja irgendwie rot. Das ist doch eigentlich ein Gegner. Ja, das ist, wenn man dann mal diese Wechsel hat. Ja, schon. Aber vor allen Dingen, weil der hat mich auch gar nicht angegriffen. Weißt du, dann ist so der so friedlich, ich so friedlich. Da denkt man irgendwie nicht dran, dass man zum gegnerischen Lager gehört. Gott, wie dämlich. So. Ich habe jemanden wiederbelebt. Ich bin so nett. Ja.
So. Oh, das war nicht intelligent. Ich bin gerade mitten ins Feuer gesprungen. Hey, aber wir kamen jetzt gerade. Na, den haben wir zusammen getötet. Das war voll geschickt. Ich habe den abgelenkt und du hast ihn kalt gemacht. Wenn wir das jetzt auch noch so geplant hätten, dann wäre es noch cooler gewesen. Da geht es wieder heiß her. Na, ein paar Minuten haben wir noch. Das könnten wir so ja schaffen. Das könnte was werden, ja. Wenn wir uns anstrengen. Hm. Ich stelle mir auch wieder selten dämlich an. Look. Hier schießt es überall und ich sehe keine Gegner. Ah, da. Oh. Ja, Heidewitzka. Ach. Ja, wieder mit ihm. Schnell. Die haben den Teleporter zerstört, kann das sein? Das machen sie irgendwie gerne mal, ich das Gefühl. Das ist auch richtig so. Also für die, für uns natürlich nicht. Aber ich bin schon dran. Oh, ja, beeilt euch da vorne an der Front mal. Hm. Nein! Ich wollte gerade auf die andere Seite rüberspringen und bin in den Fluss gestürzt. Nee, Teleporter lebt. Ja, ich habe ihn wieder aufgebaut. Achso, du hast ihn wieder aufgebaut. Ja. Oh, ist ja schön. Gell. Komm, den müssen wir kriegen. Wieso flitzen, ey? Da. Wie schnell die laufen können, ne? Aber ernsthaft, das ist ja abartig. Boah, da hinten. Boomer. Hilfe. Ja. Yay. Wiederbelebt wirst du auch. Oh, jetzt müssen wir die Megablume hier. Zerstöre die Megablume. Oh, da haben wir mal verloren bei der Map mit der Megablume. Stimmt, jetzt müssen wir mit der Kanone oder so rüberfliegen. War das nicht so? Ja, irgendwie sowas. Genau, Kanone benutzen. Stimmt, haben wir doch schon mal so weit gekommen. So dunkel dran erinnern. Nee, ich glaube, wir haben mal verloren als Pflanzen auf der Map. Und da musst du auch mit der Kanone rüberfliegen, wenn du noch am Leben bist. Kann das sein? Hm. Da ist die böse Megablume. Ach, was mache ich denn? Nein. Das sieht so lustig aus mit dem Fliegen. Aha. Wie jetzt? Hatten wir es abgestürzt? Ja. Hattet ihr hoch? Ja. Ich hab das Ding nicht erreicht und bin eiskalt ins Meer geflogen. Jetzt habe ich Angst. Ey, diese jetzt doofen aber. Drohnen hier. Oh. Jetzt fliege ich ja fast über die Blume hinaus. Toll, die haben mich jetzt in der Luft gerade abgeschossen. Mal gucken. Ich glaube, ich kann nicht wiederbeleben. Jee, tatsächlich vielen Dank. Damit habe ich es zumindest mal auf die andere Seite geschafft. Das ist schon mal ein Fortschritt als vorhin. Wo bist du denn jetzt hin? Achso, da. Ich bin direkt neben dir. Achtung! Du schießt. Wie hat der mich jetzt getroffen? Ich wiederbelebe dich. Dankeschön. Da schießt direkt. Nicht, wiederbelebe mich nicht. Töte lieber den. Naja, fast 61. Naja. Ja, du bist jetzt auch tot. Dann können wir mal mit der Kanone fliegen. Also nachdem ich eben abgestürzt bin, ja. Habe ich da jetzt nicht so Bock drauf gerade. Ja, du kannst dich ja so in der Luft noch so ein bisschen bewegen. Ja, du musst nach oben drücken. Ey, das ist doch nicht wahr. So. So kommen wir der Blume nicht sehr nah. Nee, irgendwie nicht. Du
kannst irgendwie nicht getötet werden, solange du mit der Drohne rumfliegst. Also zumindest dein Charakter. Hast du nicht vorhin gesagt, du hast auf jemanden geschossen und der hat keinen Schaden genommen? Mhm. Ist das so ein Vieh, was eine Drohne machen kann? Nee. Der ist ja vor mir weggelaufen. Ach so. Na dann. Sonst wäre das nämlich mal eine Erklärung gewesen. Aber ich bin der Meinung, dass ich schon umgebracht wurde, während ich mit der Drohne unterwegs war. Aber das... Nee, also ich hatte jetzt eben nur noch 5 Leben. Und als ich mit der Drohne zurückgekehrt war, hat er mich komplett abgeschossen. Haben wir denn mal hier irgendwas? Schlangenzombies kann man beschwören. Oh, das dauert erst, dass es da drüben keinen Teleporter gibt. Das mit der Kanone dauert ja. Stimmt, du kannst es echt so ein bisschen lenken. Hm. Mann, du Idiot, warum kommst du da nie runtergesprungen? Ach. Ich war jetzt noch nicht mal drinne bei der Megablume. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Mit der Drohne da reinzufliegen ist auch irgendwie nicht die beste Idee. Oh, mal was anderes. Hm. Richtest halt bloß nicht viel Schaden an. Nee, gar keinen. Oh, oh. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ich baue mal so einen Zombie. Glaubst du nicht, dass das jetzt noch was bringt, aber. Och Mensch, ist doch nie wahr. Ah, wir hätten dich gerade wiederbeleben können. Ah, verdammt. Oh, da, jetzt sind sie dran an der Blume. Schnell. Ich komme dazu, aber ich habe halt fast kein Leben mehr. Boah, da müsste doch jetzt mal so ein Checkpoint mit extra Zeit geben, oder? Ah, verdammt. Ja. Oh, wie blöd sie lacht. Dumme Blume. Echt? Ey Mann, wir waren so kurz davor. Ohne Mist. Ah, wenigstens Geld bringt's. Aber nächstes Mal. Ey. Nächstes Mal. Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also, blöde Drecksblume. Naja, gut. Dann danke, dass ihr heute auch wieder zugeschaut habt. Und dann hoffentlich bis zur nächsten Runde. Ja. Wir weinen noch ein bisschen. Ja, schnell die Tränen wegwischen. So. Bis dann. Tschüss. Ciao.